Unsere chinesischen Kollegen machen es ganz, ganz anders. Sie wollen jetzt auch auf den europäischen Markt und zeigen hier schon mal ein paar Modelle, wie es sein könnte. Beim ersten Modell waren wir, also stehen keine Preise dran. Wir haben den gerade gezeigt, so um die 180.000 Euro ist natürlich nicht wenig, aber man kann bis zu 6 Personen befördern und da können auch 6 Personen drin schlafen. Es ist wirklich ganz, ganz anders. Da bin ich jetzt auch mal total gespannt. Ich glaube, da ist der Grundriss jetzt auch nochmal ganz anders. Natürlich ist Campen in China ganz anders. Ganz anders habe ich jetzt auch schon 5.000 Mal gesagt in dem Video, aber gar kein Problem. Es ist ja auch ganz anders, ja, genau, oder Jean? Genau, wollte ich gerade sagen, das ist ja auch so. Also auch egal, welchen Camper wir jetzt sehen, hier die Außen... der Außenbereich, ja. Genau, der Außenbereich ist hier auch nochmal ganz anders. Ganz anders, ist unser neues Lieblingswort, genau, für diese Marke. So, das Marke, um die Marke nochmal zu nennen, Moment, jetzt, ich habe es schon wieder vergessen. Daddle? Weißt du es noch? Daddle? Daddle RV. Genau. Genau, und sie sind noch nicht im europäischen Markt verfügbar, diese Fahrzeuge, aber sie wollen sich, wie gesagt, schon mal präsentieren. Und der nette chinesische Kollege hat uns jetzt schon mal auf Englisch ein bisschen was erklärt im anderen Video, dass es vor allem sehr unterschiedliche Temperaturen eben gibt und da muss man natürlich angepasst sein, vor allem mit so einem Reisemobil. Man möchte ja Urlaub machen und möchte ja komfortabel unterwegs sein und da sind so Klimaanlagen zum Beispiel unabdingbar, ne? Ja, oder in dem Fall jetzt war es Klimaanlage, Fußbodenheizung, weil die müssen halt die Temperatur super gut ausgleichen können. Ja. Genau. Und sie haben eine riesen Solaranlage auf dem Dach. Somit muss eigentlich kaum Strom oder gar nicht Strom von außen irgendwie angezapft werden. Ja, und hier kann man auch außen sehr gut kochen. Also das scheint gleich zu sein in China, dass sich das Campingleben draußen abspielt, oder? Ja, sieht so aus, genau. Aber ich denke mal, das muss man wahrscheinlich auch. Und das ist auch eines der Dinge, die er gesagt hat, war ja, dass Probleme gelöst werden müssen, weil die wegen der Regierung die Fahrzeuge nicht länger bauen können als 6 Meter. Richtig, das also heißt, das ist schon krass. Wir stehen hier vor einem 6 Meter langen Wohnmobil, genau. Ja, und man muss sich ja überlegen, die transportieren dann auf 6 Metern 6 Personen teilweise. Genau, die machen ja Großfamilie. Ja, genau. Die leben nämlich mit Oma, Opa, Kindern. Ja, und da müssen natürlich alle auch irgendwie Platz haben. Also natürlich muss man dann Einschränkungen machen, ist ganz klar. Aber die kriegen es hin, oder, Jean? Aber finden Lösungen auch. Dürfte ich gerne mal das andere Video angucken, wenn es hochgeladen ist. Weil da sieht man nämlich, wie gekonnt sie das gemacht haben, dass man Sitzplätze zum Beispiel erweitert, dass man da noch eine Leinwand einbaut. Also die hatten Beamer eingebaut, damit man keinen Fernseher braucht. Ja. Dass man da noch Betten draus kreieren kann, aber auch im Handumdrehen, ja, das war richtig gut. Also das zeigt sich mal wieder, wenn man offen ist, kann man so viel von anderen Nationen lernen und ja, auch sich eigentlich gegenseitig so bereichern, oder? Ich habe mir schon gedacht, ob es nicht ein Fehler war, den jetzt schon mal vorzustellen. Wieso? Dann haben die anderen noch 1-2 Jahre Zeit. Ach so. Genau. Die wieder zu überholen sozusagen. Genau. Ja. Das ist ja denen überlassen, ne? Dass man jetzt hier hingeht. Aber ich meine, die Chinesen machen es ja wahrscheinlich bei uns auch nicht anders, oder? Ja, ich denke mal, so genau so ist das. Ja. Also hier, man sieht schon irgendwie ein bisschen, finde ich, dass es aus China ist, weil einfach die Technik da an jeder Ecke ist, oder? Also auch hier die Sitze, das müssen wir uns alles nochmal angucken. Fußbodenheizung, sage ich schon. Das ist Sitzheizung dabei, wenn ich das richtig sehe. Und alles elektrisch verstellbar und so weiter. Also das gibt es im europäischen Markt, siehst du das null. Also so eine Sitzgruppe hinten mit sowas, oder? Nee, überhaupt nicht. Das sieht aus wie aus einem hochklassigen Fahrzeug. Ne? Ja. Als ob es so ein Mercedes wäre oder so. Und wir haben gedacht, die sehen so unscheinbar aus. Und dann kommen wir hier rein und sehen sowas. Hast du den Bildschirm schon gesehen? Nee, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, nee. Das ist nämlich wir auch kommen heftig. Wir noch gar nicht rein, weil relativ viele Leute das Fahrzeug sich natürlich auch anschauen wollen. Darf ich dich ganz kurz was fragen? Ein bisschen, ja. Hast du das Gefühl, dass du jetzt in einem ganz anderen Wohnmobil bist? Ja, das ist was ganz anderes. Technikmäßig ist es ganz anders als unsere hier. Ne? Hast du das Gefühl, dass die Chinesen da wirklich noch viel mehr Gimmicks verbauen als wir im europäischen Markt? Ja. Wäre das so ein Modell für euch oder sagt ihr wolltet es euch einfach mal angucken, oder? Einfach nur angucken. Ne? Der Stil, das ist nicht unser Ding, aber technikmäßig ist er schon gut ausgestattet. Ja. Nee, wir haben jetzt auch erfahren, die sind noch gar nicht auf dem europäischen Markt erhältlich. Mhm. Genau. Seid ihr denn Abonnenten von German Television? Nein. Solltet ihr das schleunigst tun. Kennt ihr den German Television? Nee. Okay. Irgendwas, glaube ich. Unser kurzer ist ja, ein anderes Alter, ne? Okay. Genau, da gibt es nämlich dieses Video dann auch zu sehen und auch die anderen Videos von den anderen Campers und natürlich auch alle Neuheiten jetzt hier von der Messe, weil wir sind hier mit 3 Filmteams unterwegs, die alles abklappern. Das heißt, falls ihr etwas nicht sehen konntet,
dürft ihr es gerne nochmal bei uns auf dem Kanal schauen. Also, danke also auf jeden Fall fürs, genau, abonniert Gem Television, damit wir auch weiter so tolle Videos machen können und so nette Leute hier treffen dürfen. Und ja, wir machen aber jetzt weiter mit dem Fahrzeug. Dankeschön. So, die Außenschubladen haben wir gezeigt. So, jetzt, hoffentlich können wir jetzt mal rein. Wir schaffen es jetzt. Ja, so, wir drängeln uns jetzt einfach mal durch. Verstehen. Okay, wir gehen jetzt mal in den hinteren Bereich zuerst. Also das fällt auf, wenn man rein könnte. Was? Was soll das? Jan, deine Meinung? Das ist so... Ach, das ist aber so ansonsten... Fast, als wäre man in der Wüste. Schön. Aber das sind so Sachen... Was? In der Wüste? Ja. Ach so, wegen diesem Schnee, als wäre man in Tunesien oder so. Stimmt. Ja. Also hier, aber jetzt finde ich, ist der Grundriss schon wieder ähnlicher, ne? Also ganz zu den Deutschen. Der Grundriss ist mir jetzt total egal, weil... ich muss mich jetzt mal ganz kurz hier auf die Sitze setzen. Also der Grundriss ist schon ähnlich, ja, würde ich schon sagen, oder? Ja, ja. Ja, genau, dass du reinkommst, ich auch dass sagen. Du vielleicht die Küche hast um die Ecke, dass dann die Schlafmöglichkeit da ist. Nur ganz im Ernst, wir Deutschen haben nicht so geile Sitze. Nee. Die man echt auch noch nicht komplett verstellen kann. Vielleicht bei Concorde. Darf ich ja sagen, genau. Das ist ja unser Video hier, genau. Ja. Genau. Und dass man dann noch so einen Fernseher hat, den man einfach nach oben klappen kann. Siehst du es? Genau. Krass. Und wenn man nach unten klappt, ist er weg. Das ist cool. Und dann können da noch zwei Leute schlafen. Ja. Also, dass da kein anderer drauf kommt, oder? Das meine ich ja. Ob das schlau war, das jetzt schon zu zeigen. Aber da können wir uns wirklich noch eine Scheibe abschneiden. Vielleicht designtechnisch müssen wir das im europäischen Markt auf jeden Fall noch anpassen. Ja, das denke ich auch. Das hat der Herr auch schon gesagt, der hier reinkam und sich gefragt, was ist das? Genau, das haben wir uns auch gerade gedacht. Ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt hier einiges lernen werden. Wir stehen nochmal gerade auf, genau. Ja. Dass sie einiges lernen werden jetzt hier, wenn sie sich die ganzen Firmen nochmal anschauen können. Da haben die ja wirklich viel Auswahl. Und dass sie das dann wahrscheinlich noch ein bisschen anpassen, gehe ich mal davon aus. Ja, ja. Aber ohne Scheiß, diese Sessel, die sind ja göttlich, oder? Ja, und die riechen so gut. So gut. Ja. Leider können wir das nicht einfangen für euch, wie sich das anfühlt und, und wie es riecht. Aber ja. Kurz. Wir haben ja noch gar keinen Schrank geöffnet, weil wir so perplex sind über diese ganze Fahrt. Das ist halt schon sehr anders. Ja. Hier hat man auf jeden Fall. Ey, vor allem, guck mal, die GBL da oben. Dran. Guck mal, das ist eine GBL. Oh, eine kleine Soundanlage. Eine kleine Soundanlage, ja. Ganz klein. Also da wird auf jeden Fall viel Wert gelegt, dass man nicht aus dem Wohnmobil fällt. Genau, nee. Dass hier auf Komfort gelegt wird und dass man auch, wenn man schon Fernsehen guckt, es dann richtig macht. Ne? So, hier kann man, das, hat man das Bedienpanel. Aber ich finde, die Warnhinweise... Also mir sind die glasklar, was das bedeutet. Ja. Glasklar. Na gut, da, ich weiß nicht, ob wir es, haben wir es jetzt gesagt, dass es den so gar nicht hier gibt? Haben wir gesagt. Genau, wird es auch nicht geben, genau. Das heißt, das ist genau zugeschnitten auf die Großfamilie in China und wird auch da verkauft. Ja, wobei ich bei dem Modell sagen muss, ich glaube, hier ist es eher wirklich auf zwei Personen ausgerichtet. Ja. Genau, das oder andere. Vier wahrscheinlich. Ja, wir vier haben ja Sitzplätze hier haben wir auf jeden Fall, Alkohol. Aber ich frage mich, der Alkohol, genau. Also vier. Ja, zwei, genau. Aber in sechs glaube ich nicht unbedingt. Ob wir das hier auch runterziehen. Da habe ich schon Angst, ja, gell? Ja, da hat man echt ein bisschen Schiss. Ja. Okay, genau. Also das ist natürlich echt Geschmackssache hier, das mit der Bepolsterung. Aber ja, die Bepolsterung geht in meinen Augen schon ein bisschen zu weit. Oh nee, den kriege ich gar nicht hoch. Was denn? Und was? Das ist mir jetzt schon wieder ein bisschen too much kitsch. Ja. Okay. Zu matschig? Ja. Ich glaube, dein Kopf ist matschig. Ja. So, ich klappe das mal wieder hoch. Ach, das ist so stark. Oh, oh. Das war nicht gut. Okay. Das passiert auch. Aber ist Messebetrieb. Also, ich glaube, diese Ausstellung. Ich glaube, das kann man nochmal. Perfekt, genau. Das war ja auch nur so ein Kantenschutz, genau. So, wir haben nichts wieder gemacht, genau. Das war schon so. Das war schon. Aber ist mir schon ein paar Mal passiert, im Wohnmobil, dass ich irgendwas freck gemacht habe oder irgendwelche Klappen abgefallen sind. Zeigen jetzt doch mal. Aber wie gesagt, es ist Messebetrieb. Genau. Und das haben schon 1000 Leute darunter und hochgemacht. Da hat mir auch keine schlechte Qualität gesagt, wenn es das nicht aushält, dann muss man es verbessern. Weil das soll schon aushalten, dass man das Ding mal nach oben macht. Nochmal. Ja, das stimmt. Aber auch das hier zum Beispiel, ich glaube, das würde den Deutschen nicht gefallen, oder? Hier. Die Bordüre, ja. Ja, die schöne Bordüre. Oh, das ist halt so barock. Naja, der Spiegel ist schön. Ja, kommen wir zurück zum Spiegel. Ach, und jetzt die berühmten, guck dir mal die Toilette an, mit den Knöpfen. Das ist doch so Klassiker, oder? Ich kann auch den Po waschen lassen. Ja. Moment, ich muss dir mal gerade zeigen, die anderen Toilette haben wir gar nicht gesehen, oder war die gar nicht so? Ich weiß es nicht. Nee, die haben wir ja nicht angeguckt. Ja, aber das ist da. Voll blöd eigentlich. Ich zeig mal ganz kurz noch. So.
Hier die ganzen Knöpfe. Witzig. Ist schon interessant. Total. Ne? Also, ich wollte gerade sagen, schaut euch das Video an, aber wenn ihr gerade zuschaut, dann schaut es euch ja schon an. Also genau. Bringt es ja sehr wenig, das zu sagen. Hier Arbeitsplattenerweiterung. Genau. Aber das ist ziemlich klassisch. Vielleicht haben sie sich das sogar vom europäischen Markt abgeguckt, abgekupfert. Das ist nicht anders reingepasst. Ja, Schubladen vermisse ich hier jetzt doch. Was vermisst du? Schubladen. Moment. Ah. Nee. Schubladen kennen keine, sie nicht. Keine Schublade. Ja, dann ist es wohl doch nichts für die Jeanne. Nee. Hoffen wir mal, dass der dann keine 180.000 kostet. Ich muss das Mikro kurz nehmen, weil ich muss hier zwei Hände machen. So, ich glaube, wir haben alles gezeigt, oder? Ja. Gut, dann lass uns rausgehen, kurz Abmoderation machen. Wir zeigen das Ganze nochmal von außen. Wir haben jetzt diesmal gar nicht viel von außen gefilmt, ne, weil wir eigentlich direkt rein wollten. Genau. Ich gehe nochmal ganz kurz nach vorne und zeige dir dann nochmal ganz kurz von vorne. Iveco Daily, das ist natürlich ein bekanntes Modell, aber alles andere ist ziemlich anders. Ich bin gespannt, wie die Marke hier noch ihren Platz findet im europäischen Markt. Und schreibt gerne mal, was ihr so da... Genau, da bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Was ihr davon haltet. Können wir uns ja gerne mal austauschen. Vielen Dank fürs Einschalten. Danke.